Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Wir haben genug Beweise, um den Rat zu überzeugen. Oder sollten wir eigentlich haben. Also machen wir uns mal auf den Weg zum Rat. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Nach links. So. Ich hoffe, dass wir den diesmal überzeugen können. Aber das sollte sich eigentlich machen lassen. Also ich bin... Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Natürlich. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Moment. Die 212.? Dann war Ihre Frau Nirali Bhatia? Ich bin Gunnery Chief Ashley Williams. Ich war in Ihrer Einheit. Chief Williams, ich bin sehr erfreut. Nirali hat oft von Ihnen gesprochen. Mein Beileid, Mr. Bhatia. Nirali war eine gute Frau und Kameradin. Was können wir für Sie tun? Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Okay, dann schau doch gleich mal da rein. Der Rat kann warten. So, wo geht's denn? Bin ich denn auch dann richtig hier? Ich hoffe zumindest. Da ist schon mal ein Ausrufezeichen. Das schaut schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit oder so. Ich bin wohl zu weit. Ja, ich bin wohl zu weit. Und zwar muss ich da drüben rein. Ich sprinte mal ein bisschen, auch wenn ich das Gefühl habe, das geht nicht wirklich schneller. Es sieht nur nach einer schnelleren Perspektive aus. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was dieses Sprinten angeht. Na, vielleicht ein bisschen. Aber auf jeden Fall unwesentlich. Dann hat der mich ja total... Ne, die Empfangsdame, mit der müssen wir jetzt nicht reden. Aber in die Bar. Ich muss nämlich auch mal die, nicht nur die Mission machen, sondern auch mal die Aufträge. Fällt mir da so spontan ein. Dann reden wir doch mal mit dem. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich komme im Namen von Samish Bhatia. Es geht um seine Frau Nirali. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie Ihnen Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir Ihre Leiche. Dann führen Sie Teststudien durch, um mehr über die Gate-Waffen zu erfahren. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Gate bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Okay, ich habe noch nicht genug Punkte, sag ich mal, um diese Antwortmöglichkeiten zu wählen, glaube ich. Sonst müssten die, glaube ich, blau und rot sein. Aber ich würde gerne noch ein bisschen was drüber erfahren. Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Ich kann es echt nicht anklicken, ich will das aber anklicken. Na gut, Ja, sollte er das hören. Oder wird... Ich bin mir gar nicht sicher, was jetzt hier der Unterschied ist. Ich gebe es in beiden Fällen weiter. Aber ich glaube, das hier ist die rauere Antwort, also wähle ich mal die hier. Ich werde es Samish sagen. Und wenn Sie nächstes Mal eine tote Soldatin aufschneiden wollen, unterrichten Sie besser Ihren Mann. Genau diese Reaktion wollten wir vermeiden, Commander. Aber wenn Sie glauben, dass es hilft, dann sagen Sie Mr. Bhatia die Wahrheit.
Vielleicht wird er uns verstehen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. So, dann sagen wir dem das mal. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir hätten... Kann ich nicht mehr nur mit dem reden? Hallo, Commander. Ich will die auch freigeben. Kann ich jetzt vielleicht nochmal... Ich probier's nochmal. Sie haben kein Recht auf diesen Leichnam und Sie wollen sicher nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Das Militär hat entschieden, dass die Erforschung neuer Technologien Vorrang vor den Wünschen von Leuten wie Mr. Bhatia hat. Durch die Forschung an Nirali Bhatias Leiche könnten unzählige Soldaten gerettet werden. Ich kann sie nicht freigeben. Danke für Ihre Hilfe. Na gut, dann geben wir dem mal Bescheid. Ich guck mal kurz in die Aufträge rein. Welches ist es denn das? Ja genau, das hier ist die Heimkehr. Eine Entscheidung treffen. Ah, okay, das heißt, ich brauche dazu... Ah, Moment. Das heißt, ich habe doch hier zwei Punkte. Ich habe doch hier einschüchtern Schwein. Ich muss auf einschüchtern gehen. Eindeutig, ich mache das jetzt mal. Vielleicht dürfte es jetzt... Hallo, Commander, kann ich etwas für Sie tun? Sie wissen, wozu ich in der Lage bin. Wenn ich Nirali Bhatia will, bekomme ich sie auch. Commander, es ist wirklich nicht nötig, mir zu drohen. Selbst wenn die Leiche hier auf der Zitadelle wäre, wären Sie bereit, sich den Weg freizuschießen, um sie zu bekommen? Ja. Sie sagten, dass Sie über mich informiert seien. Dann sollten Sie wissen, dass ich nicht viel Geduld mit Leuten wie Ihnen habe. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samisch, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Ja gut, immerhin. Also wir sind natürlich, ich sag's ja schon ein paar Mal, wir spielen hier auf Abtrünniger, sage ich mal. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also es ist durchaus für dieses Let's Play die richtige Entscheidung gewesen, ihm die Leviten zu lesen. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ihre Frau wird nach Hause zurückkehren, Mr. Bhatia. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Samisch? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit helfe, aber Ihre Frau, Nirali, hat Sie sehr geliebt. Sie hat immer ihr Essen vermisst. Und jede Nacht vor dem Schlafengehen ihre Musik gehört. Ich weiß, Miss Williams. Danke trotzdem. Es ist schön, das von Ihnen zu hören. Super. Okay. Dann begeben wir uns jetzt trotzdem mal auf den Weg zum Turm. Und bringen dem Rat jetzt endlich mal unsere Beweise. Okay, doch, Moment. Ich kann doch da vorne... mit dem Ding da. Genau. Der Transit. Geht, glaube ich, schneller. Zum Präsidium und zum Zitadellturm. Das war ich mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob ich das Richtige angeklickt habe. Aber, ich glaube, ich habe das doch schnell genug gesehen. Genau. Wunderbar. Ich stehe mal falsch rum da. Bin gerade erst gekommen. Dann auf zum Rat. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten.
Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Also jetzt reitet er wirklich auf unserer... darauf rum, dass wir Menschen sind? Irgendwo hört's doch auf, oder? Es war ein turianischer Spectre, der diesen Rat betrogen hat. Und ein Mensch, der ihn enttarnt hat. Ich habe mir das verdient. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich
Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Er muss an vieles denken. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. So, ist schön. Okay, wir haben neue Talente freigeschaltet. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann, ich schau mal ganz kurz, was es heißt. Spectre Training. Schön, was haben wir denn hier? Ah ja, das ist schön. Und sonst hat sich, glaube ich, nichts groß geändert. Glaub nicht. Die machen ja automatischen Stufenaufstieg. Genau. Ja. Ja. Okay. Sieht ganz gut aus soweit. Bin ich zufrieden mit. Also auf zum... zu Motor hin. C-Sicherheit. Die waren bei den Bezirken, glaube ich. Genau. Dann schau mal, was der Ausrüstungs... Wie hieß er noch gleich? Unglaublich, mein Gedächtnis. Es ist noch keine 2 Sekunden her und ich weiß schon wieder nicht, was ich zu tun habe. Da, Ausrüstungsbüro. Da will ich doch hin. Genau. Ja, wunderbar. Da gehe ich jetzt nochmal kurz hin. Und schau mal, was der für mich hat. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Ich muss jetzt los. Alles klar, Commander. Schönen Tag noch. Ups, das, wollte ich jetzt gar nicht. Hallo, Commander. Genau, vorbei. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, ja. Commander. Viel Spaß damit. Genau, das wollte ich doch. Was haben wir denn hier? Leicht schwer. Was haben wir hier? Ich schau mal nur kurz so drüber. Pistole, Biotik vor allem. Biotik. Bio-Verstärker. Das sind natürlich einzigartige Gegenstände hier. Ach schön, okay. Das ist was für Kroganer. Aber das wird sich, glaube ich, anbieten schon mal. Das ist Panzerung, schätze ich mal. Wenn ich mich nicht allzu schwer täusche gerade. Das kann ich mir eh nicht leisten. Ich hab ja gar kein Geld irgendwie. Können wir überhaupt irgendwas kaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich klicke mal nur so sporadisch kurz durch. Und wahrscheinlich das billigste. Ja, gut, okay. Ein Granaten-Update. Nee, lass mal. Ich schaue wann anders vorbei. Das heißt, ich sollte vielleicht die natürlich scannen, klar. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? Ich schaue mal ganz kurz nach. Wo sind sie denn? Scannen, scannen, scannen. Da. 6 von 21. Hey, wir sind voll gut dabei. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Vielleicht so 7 oder so. Garrus, den will ich noch haben. Herzlichen Glückwunsch, Shepard. Ich hörte, man hat sie zum Spectre gemacht. Ich bin froh, dass der Rat Saren endlich als das sieht, was er ist. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Garrus? Ich zog mich aus der Zitadellsicherheit zurück, als der Rat meine Nachforschungen ignorierte. Ich war die Politik und Bürokratie leid. Sie sind der Einzige, der etwas gegen Saren zu unternehmen scheint. Lassen Sie mich mitkommen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte es bei meinen Nachforschungen nicht beweisen, aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Sie werden es nicht bereuen, Shepard. Den wollte ich schon immer haben, denn der gefällt mir. Dann nehme ich mal die zwei mit. Ja, die gefallen mir. Zwei kräftige Burschen, sage ich mal. Nee, ich mag ja Kroganer, mag ich sowieso. Und, Garrus, also ich habe den zweiten Teil mal gespielt.
Daher kenne ich Garrus noch. Und ja, deswegen mag ich den auch. Aber das sei mal alles, was ich hierzu sagen möchte. Und wie es weitergeht. Sprich, was haben wir denn noch zu tun? Okay, Sarens Schuld beweisen, aber das ist irgendwie klar. Vielleicht widmen wir uns in der nächsten Folge mal ein paar Aufträgen. Wäre wahrscheinlich Zeit und vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen Geld und wir können uns ein bisschen ausrüsten. Wäre auch schön. Ansonsten, apropos ausrüsten, das muss ich ja auch noch tun, ne? So, ja. Genau, das mache ich nachher. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Dann bis dahin.